So, hallo liebe Hubschrauberpiloten und Innen und die, die es werden wollen. Willkommen zum nächsten Video mit unserem T-Rex 450L Dominator mit 6S-Antrieb. Ihr habt eh schon gehört, dass ich schon vor 3 Wochen mit ihm mal abgestürzt bin. Das war aber mein eigener Fehler, da war nichts allzu viel hin zum Glück. Neue blaue Blätter von Alliance sind drauf, wie ihr seht. Habt ihr im letzten Video auch schon gesehen, glaube ich. Ja, ich habe das Heck ein bisschen angehoben, indem ich unten bei den Kufen was beigelegt habe. Und zwar bei der hinteren Seite, wo das Landegestell drauf montiert ist. Damit das Heck etwas höher kommt, damit die Rotorblätter beim Landen nicht irgendwie in den Boden hineingehen, weil die Standardrotorblätter am Heck sind ja zu lange, für meinen Geschmack. Und das haben sich auch schon einige auch bei den Verkäufern gesagt. Und auch ein YouTuber von euch hat mir das auch als Tipp gegeben. Das habe ich jetzt gemacht, das ist wirklich besser. Kann ich euch auch ein weiterempfehlen. Und dann danke nochmal für den Tipp auch an dich, gell? Dann werden wir mal fliegen. Der Wind ist leider wie immer jetzt da hier ziemlich stark. Das habt ihr mit dem Blade schon vorhin gesehen. Aber das ist jetzt der zweite Akku mit ihm und mein letzter. Und das nehme ich jetzt mal auf. Ich hoffe, das wird wieder was. Looping sind gegangen. Stabiler ist er auch durch den 6S-Antrieb ein bisschen. Aber der Wind, man merkt ihn trotzdem. Gut, dann fangen wir mal an. Normal. Timer Start. Na, was will er mit dem Heck auf einmal? Auch zum Wackeln. Was auch immer das ist, er ist eigentlich sehr gut eingestellt und hin und wieder wackelt er da oben. Jetzt beginnt er wieder zu wackeln. Warum auch immer.
Nur auf zum Wackeln. Ja, der erste Flug mit dem anderen Akku war sehr viel besser mit ihm, da bin ich auch schönere Kurven geflogen, das ist wieder mal der Vorführeffekt. Was momentan los ist, weiß ich nicht. Ich bin ganz ruhig beim Fliegen, ich freue mich auch immer aufs Fliegen, aber irgendwie will es momentan nicht so wirklich klappen, wenn ich ein Video für euch mache. Das ist das typische Vorführeffekt. Ja, das war's mal wieder. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr seht eh, hier habe ich einen Lipo-Überwacher hergegeben. Da kommt dann noch ein 6S-Verlängerungskabel hin, das ich dann mit dem Akku verbinde. Dann ist es ein bisschen besser auch mit der Überwachung von den Zellen. Hoffentlich seht ihr das. Ich kann leider nicht genau beeinflussen, was ihr seht, wenn ich die Kamera im Kopf habe. Sonst freut es mich immer mit ihm zu fliegen. Er ist wunderschön zu fliegen. Ein super Heli, der T-Rex. Das Video mit dem Großen habt ihr auch schon gesehen. Die sind wirklich wahnsinnig geil zum Fliegen. So, hallo nochmal. Hier sehen wir wieder einen Teil vom T-Rex 450L. Das Video hat vorhin beim Flug, also nach dem Flug, so spontan aufgehört, weil ich ja die Flugvideos mit Full HD 60 Bilder pro Sekunde fahre auf meinem Smartphone. Und da ist es halt zeitlich auf 10 Minuten begrenzt, dass halt der Speicher nicht zu schnell voll wird. Ja, hier eigentlich ist es nur die kurze Weiterführung von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das Video von Blade ist ja vorher schon online gewesen, das habe ich vorher schon online gestellt. Und ja, das, was ich eigentlich sagen wollte hier, nicht nur, dass es mir mit ihm sehr gut gefällt, das ist ein sehr empfehlenswerter Heli, das habe ich zwar schon mal, aber
Der ist wirklich super, der kleine hier, also der mittelgroße eigentlich. Der 450L Dominator ist ein super Helikopter. Man muss ihn sich selbst zusammenbauen. Man braucht natürlich auch noch, wenn man sich die Version ohne Flybarless nimmt, ein gutes Flybarless-System. Da ist das Beast X von Spectrum sehr gut dafür. Bei dem habe ich jetzt nur noch eins gemacht, und zwar, ich habe hier eben einen LiPo-Überwacher drauf, dass ich den LiPo auch mit den einzelnen Zellen überwachen kann. Dafür habe ich halt kein Telemetriesystem, aber das piepst, sobald es 3,7 Volt minimalst erreicht hat. Damit eben wenigstens die Zellen einzeln überwacht sind, weil ich fliege sonst nur nach Zeit. Es kommt dann noch ein 30 cm langes 6S XH Verlängerungskabel dazu, dass ich es mit dem Akku verbinden kann von vorne. Und dann zure ich es einfach da irgendwo hier mit Kabelbindern fest. Hier am Heck die Seal-Heckrotorblätter mit 62 mm Länge reichen für ihn vollkommen aus, ist gut genug für das. Er ist richtig schnell genug damit auch, ja, das reicht wirklich. Da muss man nicht die 67 mm langen Standardblätter nehmen von allein. Die sind auch recht lange, wenn man jetzt sieht, wie er hier am Boden steht, wenn die ausgebreitet sind. Moment, etwas zu streng zu. Das kommt schon recht nahe an den Boden hin. Also hier habe ich nicht mehr viel Platz bis zum Boden. Da kann ich euch einen Tipp geben, nämlich erstens wirklich nur diese 62 mm Sealblades drauf, die sind auch aus Carbon und nicht aus Plastik, so wie die Standard von allein. Und was ihr auch machen könntet, hier hinten sieht man das ein bisschen, ich hoffe zumindest, dass man es gut sieht, da habe ich ein Stück Gummi genommen, das schwarze dazwischen Kufen und Gehäuse, und dazwischen geschraubt, damit er hinten etwas erhöhter ist, damit er eben mit den Heckrotorblättern nicht am Boden herumkratzt, wenn man startet oder gerade landet. Beim Landen passiert es am ersten, hin und wieder sind dann auch ein paar Kieselsteine im Weg und dann sind die Heckrotorblätter hin. Hatte ich mit dem mich auch schon, das hier ist von der Farbe her ein anderes, aber es ist im Prinzip das gleiche. Das ist halt einfach nur orange, das ist rot. Ich hatte von denen noch eins übrig und habe ihm das draufgegeben. Bei meinem letzten Flug bin ich nämlich zu nahe am Boden gewesen mit dem Heckrotorblättern, obwohl ich aber schon die Erhöhung drauf hatte. Da war dann ein etwas größerer Stein, etwa in der Größe hier, im Weg und hat mir das hier aufgeschlagen. Zum Glück war das schon beim Landen, weil beim Flug hätte das vielleicht das Rotorblatt zerreißen können und dann wäre mir abgestürzt. Aber ein guter Tipp, erhöht euch beim hinteren Teil der Halterung von der Kufe um wenige Millimeter, um 2-3 Millimeter etwas vielleicht und gibt hinten etwas kürzere Heckrotorblätter drauf. Das funktioniert sehr gut. Und dann müsst ihr euch auch keine Sorgen mehr machen. Sobald das hier fertig ist, weil die Kabel muss ich mir noch besorgen, für die XH-Stecker für den Akku. Sobald das dann auch aktiviert ist, werdet ihr das dann sowieso auch einmal in einem Video sehen. Ja, dann danke ich euch wieder mal fürs Reinschauen. Das war's jetzt mit dem Video, mit dem T-Rex auch. Ich wollte es nur weiterführen, weil es ja vorhin so prompt gestoppt hat, nach dem Flug. Hoffentlich hat es gefallen. Hoffentlich seid ihr auch nicht allzu traurig wegen dem Blade 450, weil es mein letzter Flug mit ihm war. Aber das ist einfach nur meine Entscheidung jetzt. Ich mag nicht mehr mit ihm fliegen, weil es mir zu teuer mit ihm wird. Ich habe ja doch jetzt schon einige Helis, das habt ihr auch schon gesehen. Ich habe den Blade 180 CFX. Dann hatte ich bis dato auch den Blade 450X Version 2, den Blade 360 CFX, jetzt den T-Rex 450L, dann den T-Rex 700L, wobei den T-Rex 700 habe ich jetzt schon länger, ich konnte nur wegen dem Umzug einfach nicht ihn flugfertig machen und habe das erst vor wenigen Tagen gemacht. Und ja, die Entscheidung ist mir jetzt gefallen, den 450X von Blade. Den gebe ich jetzt, wenn der Freund das will, auch ihm ganz günstig. Da sind einige Teile dabei. Ansonsten werde ich ihn auf Willhaben stellen. Ja, soweit so gut. Genau zu diesem Flugort, wo ich jetzt immer geflogen bin, die letzten Videos, bis auf den großen. Bei dem großen Heli war ich nämlich Mark Graf Neusiedl. Da ist ein Heliplatz, ein RC-Heliplatz, ein Verein. Da durfte ich einmal kurz fliegen mit ihm. Da ist ein Freund von uns. Und danke auch nochmal an ihn und an den Verein, dass ich da einmal kurz fliegen durfte.
Da wo ich jetzt da diese Wiese, da fährt man durch Burgersdorf und durch Gablitz, also den Westen raus auf der 1. Und da ist dann nach Gablitz, jetzt ist das Gablitz, ich glaube das ist nach Gablitz, da ist dann einmal kurz eine kleine Strecke, wo man auf 60 beschleunigen darf. Und dann ist da eine kleine Kurve nach links und davor ist auf der rechten Seite ein Restaurant und ich glaube eine kleine Autowerkstatt ist das. Ich habe mir das nie so genau angeschaut. Und links davon ist ein kleiner Weg, da stehen hin und wieder mal ein, zwei Autos herum. Und dort ist diese Wiese, dort fliege ich meistens. Der Besitzer, der war schon mal dort, das war ein ganz netter älterer Herr. Der hat mir gesagt, es stört es nicht, wenn ich fliege. Und ja, so weit, so gut. Also wer jetzt mal Fragen hatte oder sich mal gefragt hat, wo ich immer fliegen gehe, das hier ist mal die Antwort. Danke fürs Reinschauen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und ciao.